Hallo YouTube, und hier ist wieder euer Stüppelaus mit einem neuen Video. Diesmal wird es so eine Art Let's Build. Ich stehe ja gerade vor meiner Bibliothek. Es war auch eines der früheren Gebäude, ist recht klein gehalten. Und mit euch will ich heute so einen Geheimgang quasi bauen oder eine Kanalisation. Das werde ich mir jetzt gleich noch anschauen. Ich weiß auch nicht, wie ich es mache, ob ich euch die ganze Zeit zeige, wie ich baue, oder ob ich immer so in gewissen Abschnitten zeige, wie ich baue, also dass ich jetzt euch sag, was ich machen werde und so, weil ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Aber das werden wir dann gleich sehen. Das werde ich dann spontan entscheiden. Das tue ich erstmal hier ein Bild hin zur Vervollständigung. Ah, ich sehe schon kommen. Ja, war klar. Es regt mich auf. Ja. Aha, und das, ach, bin auch so dumm. Ja, und das werde ich halt immer wieder machen, so bei bestimmten Sachen, die ich baue, werde ich halt immer wieder Let's Builds machen. Hier ist übrigens der, so ein kleiner Geheimgang, da ist die, dann die Geheimbibliothek. Und jetzt kommt der coole Geheimgang. Da muss ich noch irgendwas machen, damit man die Schaltung nicht einfach, damit man nicht einfach nur so einen Schalter drücken kann und dann geht es, da muss ich mir noch was überlegen. Ich kenne mich da nicht so aus, ich weiß nicht. Ich werde da so Moss Bricks, Stone Bricks nehmen zum Verkleinern von dem Geheimgang. Ich werde die Erde auch ein bisschen beibehalten. Schaut doch ein bisschen realistisch aus. Ja. Okay, also ich werde jetzt ein bisschen den Gang auskleiden und dann werde ich vielleicht noch eine Kanalisation bauen. Das werde ich dann mal schauen. Also, ciao, bis dann. Ja, hier bin ich wieder und jetzt seht ihr ja schon, dass ich mittlerweile einen relativ langen und großen Gang ausgearbeitet habe. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich hier erstmal eine Kanalisation baue. Die verläuft parallel unter der Straße. Und ich werde da jetzt in zwei tiefen Wasserdinge ausziehen, wo das Wasser drin läuft. Und das werde ich durch das ganze Ding machen und dann werde ich das auch noch mit Cobblestones oder ein bisschen von diesen Stone Bricks ein bisschen auskleistern. Und dann sehen wir weiter. Okay, also bis dann. Ja, hallo, hier bin ich wieder. Und jetzt habe ich auch den die Kanalisation fertig ausgekleidet. Ich weiß nicht, es schaut mich ein bisschen zu gerade an. Ich weiß nicht, das schaut so perfekt aus. Ich weiß nicht, irgendwie stört es mich ein bisschen, aber an sich ist schon ganz okay. Da kann man dann so Brücken überbauen oder was. Und dann, es ist halt so, so werde ich dann die ganze Kanalisation bestreiten und unter jeder Straße werde ich dann so einen kleinen kleinen Kanal bauen und den dann in den großen fließen lassen. Das, wenn es ganz, ganz fertig ist, dann wird es bestimmt ganz cool ausschauen. Ich werde die dann alle so halten und so. Und dann werde ich noch so ein riesiges Auffangbecken machen, denke ich mal, irgendwohin. Aber den Geheimgang, da muss ich mir auch noch was überlegen, da weiß ich jetzt noch nicht genau, wie ich das mache, ob ich da irgendwie drunten Leiter runterführen lasse und dann unten drunter das mache oder so, muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall mit der Kanalisation bin ich jetzt einigermaßen zufrieden und ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich das gebaut habe. Und ja, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder so habt, dann sagt sie mir bitte. Weil ich bin immer offen für Ideen von euch. Also. Und wenn es euch gefallen hat, schaut doch bitte mal auf meinen Kanal vorbei, gell? Also, ciao!